Jetzt ist die natürlich von der Außenkante her noch beschnitten. Wie ist das gemacht worden? Das ist ein sogenannter Powerclip. Wie man so einen Powerclip generiert, das zeige ich später auch nochmal. Das heißt, ich habe alle Illustrationselemente zusammengebaut und dann eben durch eine Außenform beschnitten. Ich zeige es mal ganz kurz hier an einem kleinen Beispiel. Nehmen wir mal an, wir setzen den Hirschen nur in so eine kleine Fläche hinein. Ich ziehe also eine Fläche entsprechend auf. Wir machen die jetzt mal ohne Füllung und ohne Außenrand. Naja, Außenrand lasse ich mal da, damit man den sieht. Also das heißt, linke Maus ist die Füllung, rechte Maus ist die Außenkantenfarbe. Und wenn ich sage, ich möchte also diese Illustration, also sprich den Hirschen, wähle ich ihn an, in diesen Rahmen setzen, dann wähle ich den Hirschen an und sage Objekt Powerclip in Rahmen platzieren und klicke in diesen Rahmen hinein. Und schon beschneidet mir Corel meine Illustration genau auf diese Fläche. Aber keine Angst, es ist nichts passiert, dass ich eben nicht noch ändern könnte. Ich kann jederzeit, da kriege ich dieses zusätzliche Informationsfeld hier oben, diesen Powerclip bearbeiten. Ich könnte also hier reinklicken, habe hier alle Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel nochmal die Farbe zu verändern. Und wenn mir das gefällt und ich den vielleicht noch an einer anderen Stelle haben möchte, dann kann ich hier den Powerclip durch Fertigstellen wieder schließen. Und schon ist er in eine andere Farbe gesetzt und ich habe eine ja, zugeschnittene Form. Brauchen wir später auch immer wieder mal, wenn man schon Teile irgendwie umgesetzt hat. So viel zum Thema Illustration aus Foto in eine Illustration umsetzen.